Hallihallo, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Daisy. Natürlich habe ich mir keinen Wecker gestellt. Das heißt, ich muss jetzt einfach mal versuchen, darauf zu achten. Und ich würde mal sagen, wir laufen los bei diesem doch wunderschönen, aber grauen Tag. Sieht doch geil aus. Und wir wollten uns ja das Airfield angucken. Und das machen wir jetzt auch. Gesagt ist getan. Ach. So ein Kack. Jetzt wollte ich mir was zu trinken holen. Ich muss zugeben, eine schöne Limonade wollte ich mir besorgen. Und die jetzt hier eigentlich trinken. Aber das habe ich vergessen. Scheiße. Es gibt ja eine Folge, ist mir eingefallen, da waren wir sogar noch auf dem Tower hier auf diesem Airfield und wurden ja beschossen und haben, ja, ich glaube eher, wir wurden beschossen. Wir hatten auch ein bisschen geschossen, aber das lief nicht so gut. Und da war das Airfield halb umgebaut. Das hatten wir auch auf dem Video. Das weiß ich definitiv, weil ich ja nicht mal weiß, ab wann wir hier vorne mal das Airfield gezeigt haben. Ich glaube, wir hatten sogar Videos gemacht, da war das Airfield noch komplett alt. Da war das Airfield noch ein Airfield und nicht dieses, naja, eine Riesenlandebahn in der Landschaft. So nenne ich es jetzt am besten mal. Ja, inzwischen weiß ich auch, wo ich mit euch hin möchte. Wir haben ja ein bisschen weiter getestet. Ja, Tonschuhe. Die Jacke ist besser, weil mehr Slots. Oder Tears to Rex machen. Was hab ich gesagt? Alter, willst du mich hier? Okay, ich kann daraus keine Rex machen. Und irgendwie finde ich jetzt den... Na, doch nicht. Der sieht zwar geiler aus von der Farbe, aber... Nee. Ja, was ich schon mal sagen kann, es gibt wohl, oder was heißt wohl, es gibt Bugs in Bezug auf Loot. Es ist Persistenz und sie haben es mal wieder nicht hingekriegt, einen lootfreien Bug-Server zu machen. Es gibt Server, da spawnen so viel Loot, das ist, ja, das kennt ihr ja schon von einer älteren Version. Und sie haben es mal wieder hingekriegt, trotz Vorwarnung, das auch wieder hier einzubauen. Yee! When Interactive hat das mal wieder verbockt. Soll aber uns jetzt nicht großartig interessieren in dem Sinne, dass wir jetzt das Spiel nicht mehr spielen können. Wird aber darauf hinauslaufen, jeder holt sich die Waffen und den Loot, den er braucht. Und ja, dann es verlagert sich. Es verlagert sich. Naja, aber wir spielen hier noch schön mit unserem aufgeschlitzten Arm. Und unserer geilen Armbrüste. Ist das niedlich. Wackelt ein bisschen, ne? Wenn ich so rechts, links ganz schnell mache, spontan. Und wenn ich hier so ziehe, wenn ich lange ziehe, dann geht's eigentlich. Ich muss das eigentlich in die Geschwindigkeit mit einfließen, damit es vernünftig aussieht. Wenn ich so schnell mache, finde ich, sieht es kacke aus. Aber gut, das ist Ansichtssache. Vielleicht bin ich auch ein bisschen penibel einfach, was die Grafik angeht. Und was man im Hintergrund sieht, achte mal auf die Bäume. Die haben mal wieder, glaube ich, den Radius verkleinert. Ja, können Sie mir sagen, was Sie wollen? So schlimm war das vorher nicht. Ja, meine Maus, ich hoffe, ihr hört das. Ich freue mich, wenn wir meine neue Maus endlich haben. Da muss ich zugeben, ich habe sie mir nämlich online bestellt. Und jetzt warte ich darauf, dass die nur noch da ist. Das ist übrigens die neue zivile Flughalle. Ihr seht, ausgestopft mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ihr wisst das ja inzwischen. Oh. Beziehungsweise es wissen nur die, die auch miscreated gucken, was ich damit meine. Ja, es lässt sich nicht vermeiden, dass manche Spiele sich auch inhaltlich ein bisschen überlappen. Ich spiele halt nur mal mehrere Spiele und dementsprechend werden natürlich auch unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Spielen gesagt. Ja, ich habe gesehen aber noch ein Pack, aber ohne das obere Teil und ich will das jetzt gerade so nicht mitnehmen. Ja gut, es lohnt sich halt mal, ich würde sagen, gar nicht hierhin. Gut, dass wir uns das jetzt hier angeguckt haben nochmal für euch. Und das ist der Grund, warum niemand mehr in dieses Airfield geht. Es geht hier wirklich niemand mehr hin. Außer wir. Wir sind halt cool.
Ich habe gerade überlegt, vielleicht wäre doch die Richtung besser gewesen. Nicht mehr änderbar. Aber ich möchte erstmal in die Stadtdach da hinten. Ist halt blöd. Persistenz, wie habe ich ja schon letzte Mal erwähnt, finde ich geil, dass man seine Sachen ablegen kann und loslaufen kann und keine Angst haben muss, dass die Sachen weg sind. Aber mit dem Loot, dieses Ego-Loot-System, was die einführen, es funktioniert halt einfach nicht. Es gibt immer ungefähr bis zu 3 Gebäude, von denen wir bis jetzt wissen, wo ein Lootbug ist, wobei nicht alle 3 Gebäude auf einem Server den Lootbug haben müssen. So muss ich es ja am besten ausdrücken. Das heißt, nicht 3 Gebäude haben definitiv einen Lootbug, sondern einer von 3 Gebäuden kann einen Lootbug haben. Ja. Oh, nice. Was zu trinken, auch sind. Wisst ihr was, wir nehmen die jetzt hier auch mal mit, falls wir uns mal hier Wasser aus dem See besorgen müssen, weil wir unterwegs nicht finden. Weil ich werde mit euch eine größere Reise vorhaben. Dementsprechend brauchen wir ein bisschen Stuff, sonst werden wir niemals im Leben da ankommen. Aber wir sind ja schon gut energized und hydrated. Wir hatten Glück mit unserem Essen, was wir gefunden hatten. Ja, das mit dem Loot ist halt, ja gut, ein Eco-Loot-System. Jetzt kann ich natürlich sagen, ist es halt Eco, ne? Ja, stimmt, wenn man es so betrachtet. Ist halt für mich die Frage, inwieweit dieses Spiel tatsächlich ein Überlebenssimulator in Anführungsstrichen sein soll. Wobei ich jetzt auch noch was dazu sagen möchte, oder inwieweit dieses Spiel ein Spiel sein soll. Und für mich steht eben halt immer in Spielen im Vordergrund, dass ein Spiel sein soll. Und kein echter Survival-Simulator, ich sag jetzt extra Simulator, hat er eben auch schon da? Naja. Ja, jetzt habe ich mich gleich ein klein bisschen rausgerissen, ich weiß ja was, aber was ich sagen möchte. Folgendes. Da lag doch noch was in der Ecke. Yes, das nehme ich auch nochmal mit. Bei einem Simulator heißt es ja, man versucht eine Situation nachzustellen, die, in der wir nicht sind. Und die möglichst realistisch. Bei einem Spiel soll das natürlich auch noch Spaß machen. Jetzt muss ich dazu aber sagen, eben wie es kommt, ein Spiel soll Spaß machen. Wenn man einen Simulator zu sehr Simulator werden lässt, dann vergeht gegebenenfalls der Spaß daran. Und das darf es nicht, weil es immer ein Spiel bleibt. Hinzu kommt noch ein Survival-Simulator, wie der wie hier DayZ, der eigentlich in Echtzeit laufen soll, also Tag-Tag, Nacht-Nacht und sowas, ne, kommt hinzu, in einer echten so einer Welt ist man 24 Stunden da drin. Wenn es regnet, setzt du dich ein 2 Stunden in ein Haus und guckst dir den Regen an und machst dir vielleicht noch ein Feuerchen zum Beispiel. Da dies nur ein Spiel ist und nicht ein Teil meiner wirklichen Welt, weil in meiner wirklichen Welt muss ich noch arbeiten gehen oder gehe zur Schule oder was auch immer, habe ich nicht die Zeit, mich 2 Stunden in ein Haus zu setzen und warten, bis der Regen weg ist. Weil das ist vielleicht die einzige freie Zeit, die ich habe, dieses Spiel zu spielen. Und wenn dann der Spielspaß drunter leidet, hat im Grunde für mich der Simulatoranteil verloren. Dann hat er Überhand genommen und das Spiel kaputt gemacht. Und das ist das, was viele Leute einfach nicht verstehen wollen oder verstehen können. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch einfach nur zu viel Freizeit. Wie gesagt, der Spielspaß darf nicht daran verloren gehen und das passiert leider bei einigen Entscheidungen, die getroffen werden, aufgrund dessen, dass gerade die so besonders laut schreien, diejenigen sind, die anscheinend zu viel Zeit haben. Wie gesagt, und ich spiele ja nun wirklich sehr viele Stunden schon. Und dazu will ich sagen, ich spiele das Spiel, weil ich das Spiel mag. Und ich mag es, mich mit anderen zu messen. Ich mag es zu überleben. Und zwar auch nur gegen eine gute KI. Es muss kein Spieler sein. Aber trotz allem möchte ich auch den Spielspaß haben. Und ich möchte auch belohnt werden. Und belohnt werden in einem Spiel ist ganz, ganz wichtig. Sonst vergeht nämlich der Spielspaß. Es kann sehr zäh sein, man kann frustriert sein. Aber am Ende braucht man eine Belohnung. Bei Mensch ärger dich ist es halt so, wenn man gewinnt, hat man seine Belohnung bekommen. Wenn ein Team gewinnt, wenn man zu zweit spielt, hat das Team die Belohnung bekommen, und zwar den Gewinn. Wenn man nur verliert, weil man hier nichts findet und deswegen stirbt, dann ist das Ganze in die Hose gegangen. Und wir haben das tatsächlich schon gehabt,
wenn man den ganzen Server abläuft und so gut wie nichts findet, dann ist das halt scheiße. Jetzt ist die Frage natürlich, nichts ist halt wirklich kacke, aber ab wo der Punkt erreicht ist, wo man eine Belohnung im Grunde gefühlt bekommt. Und zwar auch, wenn man in fast jedes Haus geht oder sowas. Na, da kann man streiten, da kann man Balancing machen, da sind wir natürlich noch in einer Alpha, da ist es halt okay, wenn es noch nicht immer und überall klappt. Was halt scheiße ist, bei diesem Ecosystem, es zählt ja die Anzahl an Items, die spawnt. Wenn es jetzt diese Lootbug-Häuser gibt, dann spawnen besonders viele Items in einem Haus und in vielen anderen Teilen dieser Map spawnt nichts mehr. Und dementsprechend hat sowohl der Spieler kein Erfolgserlebnis mehr, als auch das Spiel ab Absurdum getrieben wird. Und dann haben wir eben halt die Leute, die eben sind Überlebenssimulator. Und vergessen eben halt den Spielspaß. Naja. Wie gesagt, ich komme mit beiden so, sage ich mal, das eine ist problematisch, das andere ist scheiße. Das sind übrigens die Ärzte-Sachen, ich möchte sie einfach mal zeigen. Das ist die schöne Kopfbettdeckung. Ja, die ist ein bisschen kaputt. Und die Ärztejacke, oder was ist das in dem Fall, ja, eine Jacke, die kennt ihr ja. First Aid. Ich will es einfach nur mal zeigen, damit ihr sie auch gesehen habt. Hier haben wir noch eine schöne Hose. So sieht die Hose aus. Ein bisschen so Jogginghose. Ist aber eine so eine Ärzte-Kiegelhose. Kiedel. So, hier schnell mal mein bisschen wieder zusammenbauen. Ihr fragt euch sicher, warum ich die Pfanne mitgenommen habe. Zwei Gründe. Erstens, man kann darin Fleisch braten. Also schon mal eine schöne Sache, falls wir uns mal Fleisch jagen sollten. Aber dazu bräuchte man natürlich noch Gas und sowas, deswegen ist es nicht meine primäre Art gewesen, die mitzunehmen. Sondern, ich zeige es euch jetzt mal ganz frech, View Content. So, und schon sind die Sachen da drinnen gegen Beschuss geschützt. Wir wissen noch nicht inwieweit, ob die Sachen da drinnen tatsächlich kaputt gehen. Sei es so wie in Version 5.7, und davon gehen wir jetzt als allererstes aus, weil so viel Erfahrung haben wir jetzt noch nicht gemacht. Mozi wurde zwar abgeknallt, aber sie war tot und ich konnte die Leiche nicht mehr retten, weil ich so lange gebraucht habe, auf den Server zu kommen. Und dann haben die Idioten einfach nur die Leiche versteckt und disconnected. Nein, die haben, sind nicht mal weggelaufen oder so, die haben direkt disconnected. Warum nehme ich meine Jacke eigentlich nicht? Schwupp. So, man muss die Gegenstände tatsächlich in den Containern bewegen, damit der Container oder ja, vor allem der Container seinen Status aktualisiert. Statusaktualisierung in 5.8, ja, das ist, könnte knicken. Ah, noch eine bessere Jacke, aber nein. Die finde ich dann doch zu auffällig. Und so schlecht ist die Jacke, die wir haben, nicht. Jetzt habe ich viel, viel gequatscht, viel, viel Ansichten gesagt, viel, viel erklärt aber auch. Und hier waren welche, weil ihr seht, da liegt deren Hosen. Ja, noch so eine Jacke. Dann nehmen wir mal die Grey Cargo Pants. Wir haben jetzt hier einen kleinen... Hallo, danke. Jetzt kann man übrigens die Sachen auch wieder schön ineinander verschieben, auch wenn jetzt hier, ich mache es mal an der Dose fest. Seht ihr, das geht wieder, das ging ja mal nicht. So, und nee, ich nehme das jetzt kaputt. Ist mir jetzt eigentlich mehr oder weniger egal. So, jetzt ist der Status auch aktualisiert. Ich weiß, Nähset gut, aber es gibt inzwischen wieder ordentlich viele Nähsets. Damit kann man ja so auf eins mal verzichten. Und solange wir das jetzt ja noch nicht ruiniert machen, das weiß man zwar beim Nähset nicht vorher, aber naja, wir wollen ja mal hier nicht so sein, ne? Und ich mag es nicht, mit zerpflückten Sachen rumzulaufen. Stun-Button. Es gibt wieder Batterien. Und da kann ich mit Stolz sagen, ich habe den Post gemacht und niemand anders vor mir. Und die sind tatsächlich wegen mir auf den Post eingegangen bezüglich der Batterien. Hey, hey, habt ihr mir zu verdanken, dass es die wieder gibt? Klingt zwar ein bisschen eingebildet, mag vielleicht an der Stelle auch so sein, aber ich bin mal stolz, dass mal irgendjemand oder irgendwas auf mich gehört hat. Das passiert so selten. Im Grunde ist es, wie es immer ist. Die meisten wollen einen nicht glauben. Naja. Auch damit lernt man zu leben. Warum ich jetzt eigentlich so ungetrübt rumlaufe? Oh gut, wir haben drei andere Leute. Ich sag dir extra guten Morgen aus verschiedensten Gründen. Erstens, es ist guter Morgen. Und zweitens, selbst auf dem Server ist guter Morgen. Wir haben doppelt guten Morgen. Also, dementsprechend nochmal guten Morgen. Für euch, wenn ihr es hört, um 9 Uhr, guten Morgen. Wenn ihr ausschlafen konntet. Sei es in der Woche, ist es ja schon fast Mahlzeit bei einigen. Naja, von der Arbeitszeit doch, guten Morgen passt. Oder wie man im Norden sagt, moin. Im Süden, grüß die.
Ja, ich nehme jetzt extra ein bisschen weiteren. Oh, wir nehmen jetzt einfach mal die Nägel mit. Ich möchte euch gerne noch den schönen Baseballschläger zeigen, sollte ich den finden. Kann ich das ja nicht auch machen? Unpack. Genau, das gibt es nämlich jetzt. Jetzt möchte ich euch zeigen, wenn man Container findet, die man unpacken kann. Das betrifft nämlich auch Munition. Macht man Unpack und kriegt ein Zettelchen. Und kriegt auch die Nägel. So, hier hat man jetzt Nägel und man kriegt einen Zettel. Und den könnte man jetzt beschreiben. Ja, das ist normales Blatt, aber das soll dein Pappkon die Pappe des Containers darstellen. Finde ich ganz geil. Finde ich cool. Ist ein kleines Gimmick im Grunde für mich, der das Spiel realistischer macht. Finde ich gut. Teilweise sinnlos, aber ihr könnt ja das Papier benutzen zum Anzünden eines Feuers. Ihr müsst ja nicht was drauf schreiben. Oh, wie ihr seht, ich habe jetzt keinen Essen- und Trinken-Status mehr. Und ich habe bis jetzt dato ja auch nicht wirklich mehr viel gefunden. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ist hier nicht auch ein Brunnen, überlege ich gerade. Wir hauen uns alles rein. Ich kenne da gar nichts. Was? Wenn ihr mich so anguckt, habe ich mir gedacht, was ist DayZ? DayZ ist rumlaufen und Ausrüstung finden und damit versuchen am Ende PvP oder einfach zu überleben, je nachdem wie man spielt, wahrscheinlich PvP. This is DayZ. Um es kurz zu fassen. Ah, jetzt ist dieser blöde Pfeil auf die linke Seite gegangen, damit komme ich überhaupt nicht klar. Für mich muss dieses Kreischen, wenn schon leicht, rechts sein. Weil es voller Nazi ist. Nein. Als Rechtshänder ist man gewohnt, tatsächlich, wenn man es in der rechten Hand hat, irgendwas in der rechts zu sehen und nicht links. Links ist für mich auffällig. Und ich habe keinen Bock, die ganze Zeit auf diesen blöden Kreis starren zu müssen. Oh, wir haben mal einen Autoreifen gefunden. Den kann ich euch jetzt übrigens mal zeigen. Inspekt. Hätten wir jetzt einen LKW. Ja. Ich tape den mal, damit ihr mal seht, wie groß dieser Container ist. So sieht er aus. Da fest da rein, das ist sogar noch realistisch. Da haben sie sich mal Mühe gegeben, die Hände richtig zu machen. Ich laufe jetzt mal einfach mit dem LKW-Reifen ein paar Meter rum. Das Problem ist halt, es ist halt Gewicht und ich weiß immer noch nicht, inwieweit das Gewicht eine Rolle spielt für Sachen Verbrauch und Schnelligkeit. Wir können aber gucken, ob der gleich den Berg runterrollt, oder? Ich meine, ich kann mit so einem LKW-Reifen sprinten, das kann auch nicht jeder. Ach, machen wir schon mal hier, oder? Okay, rollen tut er gar nicht. Schade. Ich dachte, er rollt jetzt hier runter, so ein bisschen Physik mal aus. Oh, schön in der Mitte. Ein bisschen Physik mal austesten. Ja, das ist so DayZ Physik. DirectX 9 lässt grüßen. Na gut, das wird ja programmiert. Dafür kennt der DirectX 9 nichts. Zumal wir jetzt ja schon an 12 sind und 11 wäre schon mal auf das, was die programmieren, schon mal ein Heidensprung nach vorne. Warum programmieren sie 11 und nicht 12? Darauf kann ich, glaube ich, auch mal zumindest kann ich mir vorstellen. Ich weiß warum. Oh Gott, leckt das. Ich habe gerade überlegt, ob eine neue Datei anfängt, weil wir vielleicht gleich am Ende sein könnten. Aber wir sind ja auch gleich am Ende, aber wir haben noch 2 Minuten. Ist einfach daran, 12 ist nur für Windows 10 und nicht vielleicht programmieren sie so, dass nicht jeder unbedingt Windows 10 haben muss. Denn ich zum Beispiel spiele hier auch nicht auf Windows 10. Ich bin auch kein Freund von Windows 10, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Dieses Ultraspionage-Betriebssystem. Naja, zumal ich die Politik, die sie mit den Updates fahren, gegenüber Usern mit Windows 10 Home, ein Frevel finde. Eine Schande. Naja, sei es drum. Nicht mehr änderbar für mich. So, nice. Was habe ich, womit habe ich denn ach, mit dem Haken. So, dann esse ich was und während ich hier esse, verabschiede ich mich auch schon mal von euch und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge weitersehen. Direkt hier im Anschluss. Ich nehme nämlich eine kleine Aufnahmesession auf und hoffe, das hat euch jetzt bis jetzt hier gefallen. Ich hoffe, ich werde auch in der nächsten Folge noch weitere gute Themen haben, um euch zu belustigen, um euch zu unterhalten und zu berieseln, während wir natürlich hier looten, damit ihr auch seht, wo findet man was, wie sieht das aus, wie hat sich jetzt das neue Update verhalten.
Ab wann kann ich mir DayZ kaufen, falls ich kein Early Access Alphabet Spieler bin? An der Stelle werde ich, glaube ich, nochmal in der nächsten Folge drauf eingehen. Vielleicht, ihr wisst ja, ich springe gerne ein bisschen mit Themen. Vielleicht nehme ich dann mal doch ein paar andere Themen, die sich dann gerade so ergeben. Über Politik habe ich gelernt, sollte ich nicht reden, was zumindest aktuell in den Nachrichten ist. Kann zwar ganz interessant sein, aber interessiert nicht viele und führt wahrscheinlich eher zu Kontroversen als ich gebe mal meine Meinung wieder. Doch, dann sage ich auf jeden Fall mal Dankeschön, habe ich eben noch schon gesehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Ciao.